Der Stand der Frauenerwerbsbeteiligung im Saarland ist nach wie vor unterdurchschnittlich. Die Landesregierung hat sich daher 2017 zum Ziel gemacht, dass man da was dran verbessern muss. Das heißt, wir versuchen, die Frauenerwerbsbeteiligung zu steigern. Dazu haben wir die Netzwerkstelle Frauen im Beruf eingerichtet bei uns bei der Arbeitskammer. Sie versucht, sowohl die Beschäftigung in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen zu vergrößern, als auch den Bereich Existenzgründungen bei Frauen zu stärken. Meine Aufgabe ist es nun, die regionalen Beratungsstellen Frauen Beruf zu unterstützen. Dazu zählt die Beratung, aber auch die Koordinierung der regionalen Beratungsstellen. Es geht vor allem darum, zu schauen, welche Angebote gibt es nun vor Ort in den einzelnen Landkreisen, im Regionalverband, aber auch zu schauen, was muss noch getan werden, um die Frauen stärker jetzt auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen. Diese Informationen und Ergebnisse gebe ich dann weiter an die Politik. Also ich finde die Koordinierungsstelle FIP ganz wichtig für uns einzelne Beratungsstellen in den verschiedenen Landkreisen, weil hier werden Themen zusammengeführt, die die Koordinierungsstelle aufgreift und auch dann nochmal bearbeitet und an uns zurückgibt. Also hier bei der Arbeitskammer sind ja auch viele Themen, die die Berufswelt betreffen, auch angesiedelt. Und ich denke, da kriegen wir auch wichtige Informationen. Wir vom Projekt MINET von der Frauen-Gender-Bibliothek sind sehr dankbar für die langjährige Kooperation mit den Kolleginnen von FIP, die uns durchgehend beraten, mit denen wir zusammen Veranstaltungen für unsere Teilnehmerinnen, sowohl für Mentorinnen als auch für Mentees organisieren. Und natürlich ist hier in der Arbeitskammer und bei FIP ein geschützter Raum, in den jederzeit die Teilnehmerinnen einzeln zu Einzelgesprächen oder Beratungen kommen können. Bei dem Thema Erwerbstätigkeit von Frauen spielt natürlich auch die Existenzgründung eine sehr große Rolle. Das Thema Selbstständigkeit hat in den vergangenen Jahren auch für Frauen eine größere Bedeutung angenommen als mögliche, vielleicht auch attraktivere Alternative zu einer Beschäftigung. Mit der Netzwerkstelle Frauen im Beruf knüpft die Arbeitskammer an dieser Entwicklung an und versucht, Frauen auch für diese Alternative zu interessieren. Mit unseren Netzwerkpartnern bieten wir dazu frauenspezifische Coachings, Veranstaltungen und Workshops an. Gerade die Zusammenarbeit mit der FIP hier bei uns im Interkulturellen Kompetenzzentrum in Völklingen ist eine großartige Idee. Wir beraten Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, die oftmals in die Selbstständigkeit möchten und nicht wissen, welche Schritte zu tun sind. Da leistet die FIP großartige Arbeit, gerade im Hinblick, dass Frauen anders gründen und sie Familie und Beruf vereinbaren können. Wenn Sie noch genauere Informationen zu unserer Arbeit der Netzwerkstelle haben wollen, schauen Sie doch auf der Internetseite der Arbeitskammer und gerne auch in unserem Flyer.